Hallo und herzlich willkommen zurück zu King Lucas. Wir befinden uns auf der Suche nach Prinzessin Michaela. In der letzten Folge hatten wir ja den Kompass. Das heißt, wir müssen uns jetzt entscheiden, ob wir hochgehen oder zur Seite. Ich glaube, ich würde erstmal weiter zur Seite gehen. Ich glaube, das wäre erstmal. Das wird, glaube ich. Es könnte gut sein, dass sie da ist. Nein, da geht's nach oben. Okay, Fischi, Fischi, Fischi. Seid ihr hübsch. So, Münzen mal wieder bekommen. Da oben haben wir einen Blob und ein Fass. Ich will unbedingt das blöde Fass haben. Checkpoint. Ja, der Checkpoint ist nicht schlecht. Schlagen wir uns mal weiter nach rechts durch. Ah, noch eine Münze. Okay. Üp. Ah, das Tempo geht von den Plattformen. Könnte schlimmer sein. Aber ich komme da. Nee, ich muss dann so. Hier ist wieder so ein gefährlicher Stachelblock. Mann, jetzt. Ja. Gib doch. Schon wieder ein Checkpoint. Michaela, wo bist du? Aber ich, mal abgesehen davon, okay, zwei Schlüssel haben wir noch. Nehmen wir dich noch mit. Das soll bestimmt so ein Schurkenverschnitt sein. Danke für die Münzen. Das sieht doch teilweise echt aus. Die sehen doch teilweise hier echt so aus wie so Tetris-Blöcke. Nein! Nein! Oh Gott! Nein! Verdammt! Verdammt! Ich hab gedrückt. Ich hab die Taste gedrückt, definitiv. Leg Beschwerde ein. Okay, wenn wir sterben, spawnen die Gegner neu. Okay, jetzt aber mal hier vorsichtig. Ganz vorsichtig. Hallo Tetris-Block, noch ein Tetris-Block. Das war natürlich. Ah, natürlich falsch. Natürlich gehe ich falsch. Wäre ja mal was ganz Neues, wenn ich richtig gehen würde. So, lass dich fallen, aber nur bis da. Erledige den Kerl. Hallo, Prinzessin. Prinzessin Nummer X. Das war wohl nix. Verschwindet aber ganz schön schnell. Ah, die Waffe hält noch ein bisschen. So. Jede Menge Fässer. Ich glaube, dafür benutze ich auch einen Schlüssel. Weil die Wahrscheinlichkeit ist echt hoch, dass wir da noch einen Schlüssel rauskriegen. Nein, bleib weg. Verdammtes Mistvieh. Ich krieg das mit dem Lauf nicht hin. Das ist echt. Ah.
bekomme das einfach nicht hin. Verdammt. Ja, die auf die Münze können wir verzichten da oben. Die ist es nicht wert. Du bist es nicht wert. Oh, wir sind hier schon am Ende. Einmal Tür öffnen. Checkpoint. Jawohl, hat sich doch gelohnt. Zweimal 10 Münzen. Wieder einen Schlüssel dazu bekommen. Ich würde jetzt aber generell sagen, wir gehen nach unten, dann wieder nach links. Und wenn da nichts ist, dann wo es dann hochgeht, gehen wir wieder hoch. Mann, ich sollte irgendwie Wegbeschreibung schreiben. Dann steigt da keiner mehr durch. Hallo, verschwinde doch nicht einfach. Ach, die versucht mich doch zu trollen hier. So, was haben wir? Das sieht ja echt... Das ist ja echt doll. Wieder Stachelzeugs. So. Wow. Ich krieg da mittlerweile einen Blick für. Hier müssen wir da nach oben. Weil nach unten wollen wir ja nicht. Wolltest du mich etwa anspringen? Das gehört sich aber nicht. Lauf! Hier bleibt er immer an der Ecke stehen. Das mag ja ganz praktisch sein, wenn man nicht abstürzen will. Aber in den meisten Fällen nimmt das vermutlich ein böses Ende. Weil dann auf einmal irgendwo ein Gegner ankommt oder irgendeiner auf einen schießt und hast du nicht gesehen. So. Ah, das sind noch ein paar Räume. Yay, ganz viele Stacheln. Ah, verdammte Stacheln. So, Hälfte Lebensenergie. Und was heißt das? Das heißt Heiltrank. Laufe ich da oben jetzt aber nicht lang. Jetzt habe ich zwei Schlüssel hierfür gebraucht. Das waren dann die zwei Schlüssel. Gibt es da oben irgendwas Interessantes? Ja, wir sinken leicht nach unten, wenn wir uns nicht bewegen. Nein, nur so ein olles... ja. Du mich auch. Du mich auch. So. Droppst du irgendwas? Nein, der Drops ist gelutscht. Ah, das Wasser ist aber auch echt. Das zieht sich wie Kaugummi, das Wasser. Ah, eine Münze. Ja, ja, kommt mal her. Ich mach euch alle platt. Ich bin der Fledermauskiller. Wie habe ich die denn jetzt getroffen? Irgendwas von Belang hier? Nein. Schön, das war. Ist ja mal schön, dass wir drüber gesprochen haben. Münze. Oben nur Türen, die keinen Sinn ergeben. Jedenfalls für mich. Ja. Okay, da sie hier auch nicht ist. Oh, da ist ein Schmied. Ein Schmied. Hallo, Schmied. Ja, komm mal ein bisschen runter, genau. Hallo, du Glubschfisch. Glubschfisch. Ja.
was tun. Ich tendiere ja mal dazu. Ja, vielleicht, genau. Aha, Feuerschwerter sind also heiß und verbrennen die Gegner. Ja, ich würde gerne was kaufen. Und zwar würde ich gerne kaufen. Was würde ich denn gerne mal kaufen? Feuerschwert? Nee. Nee, aber der Dolch, der sieht nicht schlecht aus. Der macht zwar nicht so viel Schaden, aber der ist unglaublich schnell und hält unglaublich viel aus und ist relativ preiswert. Bei Double X? Ich nehme mal einen Dolch. Den hatten wir bisher noch nicht. Und ein Schild. So. Hallo, Blob. Da oben ist... Ja, das ist auch so witzlos. Eine Tür und hinter der Tür ist ein Schlüssel versteckt. Aber um die Tür zu öffnen, brauche ich einen Schlüssel. Da werde ich mir selbstverständlich diesen verdammten Schlüssel holen. Aber sowas von... Ach Gott, ich muss ja nach oben, ich Eumel. Hüpf. Fein machst du das. Stacheln, euch habe ich gesehen. Das ist hier auch wieder diese blöde Ecke. So. Also theoretisch muss irgendwo hier an der Ende, an der Ende. Kennst du die Anna, an der Ende? Nein, am Ende, wo es nicht mehr weitergeht, muss hier doch irgendwo diese olle Prinzessin sein, an die wir gar nicht rankommen, weil... Ah, blöder. Konnte ich noch gerade rechtzeitig erledigen. Oh. Das ist ja hier schon fast anspruchsvoll. Okay, ich sollte lieber leise sein, so oft wie ich gestorben bin. Ach, jetzt haben wir wieder nur unser Obstmesser in Action. Was nehme ich denn jetzt mal? Wie viel Schaden macht denn das? Macht mehr Schaden. Okay, 175, dann nehme ich mal... Ach ja, das Schild wollte ich auch noch ausrüsten. Den Dolch, der macht zwar nicht so viel Schaden, aber der hat eine relativ große Haltbarkeit. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, 175 ist schon so das Maximum. Ja, lauf. Genau. Hier scheint sie auch nicht zu sein. Das ist tricky hier. Das ist ganz tricky. Das ist natürlich doof bei Gegnern. Ja, okay, das Problem ist natürlich an dem Dolch. Wir verlieren pro... Jedes Mal, wenn wir zuhauen, verlieren wir Haltbarkeit. Dadurch, dass der so schnell ist, verlieren wir auch relativ schnell Haltbarkeit. Ich glaube, ja doch, die Axt wäre vielleicht besser gewesen. Die hatte halt nur 150 Haltbarkeit, aber... aber sie haut auch langsamer zu und macht dafür mehr Schaden. Weiß ich nicht, hätte das wirklich einen Unterschied gemacht? Oh, Kisten, jede Menge Kisten. Heiltrank, Checkpoint, Hexe... Jawohl. Sonst nichts weiter hier? Nein. Ich glaube aber mittlerweile sind wir schon zu hoch. Ich schon wieder diese Rolle. Das ist ja vielleicht doof, wenn ich die Schnecke da haue, dann verliere ich auch Haltbarkeit, obwohl die keinen Schaden bekommt. Ja, schön.
Hier ist dann mal Ende Gelände. Moment, hier unter uns war doch... Hä, bin ich jetzt blöd? Da war doch die Hexe. Wieso wird die denn nicht auf der Karte angezeigt? Muss ich mit der Hexe erst reden? Wenn ihr wisst, wie man diese verdammten Schnecken erledigen kann, dann verratet mir das doch mal, bitte. Ich weiß es nicht. Ein Zauberstab vielleicht. Habe ich ja schon mal gesagt, aber ich habe da bisher noch nicht dran gedacht. Ja, das kennen wir schon mit dem Keller. Jo, Alte. Zeig mal, was du hast. Okay, das könnte jetzt falsch verstanden werden. Ich will einen Schlüssel. Und ich will... Crystal Ball. Und ich will noch einen Schlüssel. Und weil ich schon dabei bin... Hallo? Will ich noch einen Schlüssel. Und weil ich dabei bin, will ich noch einen Schlüssel. Jetzt habe ich 4 Schlüssel. Jo, fast Inventory ist hier voll. Da ist hier Crystal Ball benutzen. 4 Räume sind zwischen uns und dem Nichtende. Ja, jetzt macht schon. Das ist auch mies vom Timing. Ich hätte das vielleicht unten benutzen sollen. Das wäre wohl cleverer gewesen. Lauf! 4, 3. Okay. Oh nee. Schon wieder Türen. Überall Türen. Da oben sind auch Türen. Was soll das denn? Was passiert denn, wenn ich runtergehe? 2. Nicht wirklich. Das heißt also, ich habe jetzt 2 Schlüssel verschenkt. Wow. Also wie es aussah, müssen wir hier nach unten. Die Spinnen lasse ich mal Spinnen sein. Den Archer lasse ich aber nicht Archer sein. Pass im Checkpoint. Jo. Wir sind auch nochmal Fässer. Immer schön zuhauen hier, dass der eh nicht zuhauen kann. Münze, Münze. Immerhin. Unsere Ausgaben ein bisschen abzufedern. Ha, jiho. Das sieht... Aua. Verdammter, blöder Zaubererwicht. Ja, wieder 4 Türen. Das heißt, und ich habe nur 2 Schlüssel. Nee, ich habe 3. Nee, ich habe 4. Hä? Aber ich hab doch... Ich hab doch eben 2 Türen geöffnet, die... Ich hab doch 2 Türen geöffnet, wo ich 2 Schlüssel benutzt habe. Wo habe ich das jetzt nicht mitbekommen, dass ich schon wieder 2 gefunden habe? Ja, Mission erledigt. Das gibt Kohle. 675 Münzen, wow. Das ist ja schon wieder... Lass mich raten. Ja, genau. Ja, nicht... William ist schon wieder verloren. Ich glaube, ich baue bald mal einen Käfig. Da kommen die dann alle rein. Der Hund, die Töchter, die ganzen Prinzessinnen. Ach du Heiermann. Klar, noch mehr. Warum nicht gleich hier alles? Oh, bitte. Gehen wir mal nach Schema F vor. Was ist Schema F? Schema F ist Keller abgrasen.
Weil wir haben noch zwei Potions, das heißt, wir können zwei Keller abräumen. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge tun. Ich hoffe, das hat euch mal wieder gefallen. Ihr könnt mich gerne liken, Kommentar da lassen, mich abonnieren. Ich freue mich über alles drei. Und dann bis zum nächsten Mal. Jetzt schläft er schon ein. Also, bis bald.